Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wieder im Arbeitsleben angekommen, berichte ich heute über die dritte und somit letzte Urlaubswoche. Ja, die Woche der Einstieg in die Arbeitswelt war schon, ja, also Mann, das ist wie von 0 auf 100 irgendwie in 3 Stunden. Das ist echt, man muss sich wieder dran gewöhnen, nicht mehr irgendwie intuitiv aufzustehen, zu essen, zu schlafen, sondern man hat natürlich jetzt wieder irgendwie einen geregelten Alltag. Noch bin ich nicht ganz drin, aber das ist vielleicht auch ganz gut so, aber man merkt schon, also ich vermisse schon sehr die Urlaubszeit, obwohl ich mir natürlich schöneres Wetter für meinen Urlaub so grundsätzlich gewünscht hätte. Ja, ich habe auch noch ein paar Erlebnisse in Bezug auf die letzte Urlaubswoche und habe auch noch ein bisschen was am PC gespielt und möchte aber beginnen mit einer Ankündigung, denn es gibt in der nächsten Woche den Quartalsrückblick mit der lieben Becky und zwar am Mittwoch, das ist der 21. Juli, auch so wieder gegen 19.30 Uhr und wir werden wieder viel schwärmen, ein paar Flops vorstellen und natürlich neben Büchern auch über Düfte und Filme und Serien und ja, allerhand anderem so ein bisschen quatschen, also seid da gerne mit dabei. In der letzten Woche gab es jetzt ja den Hangout mit der Anka, was die Buchvorschauen betrifft und auch ein Kingsianer Hangout, fehlt mir das Wort. Und ja, jetzt kommt noch der Rückblick mit der lieben Becky und da freue ich mich jetzt auch schon sehr darauf. Ja, ansonsten habe ich, muss kurz zählen, 6 Bücher gelesen bzw. gehört. Ich glaube, es ist ein Hörbuch mit dabei und ich habe wieder die kleinen Clips gemacht, möchte euch jetzt aber natürlich erstmal die Reihenfolge zeigen der Bücher, wie ich sie gelesen, gehört habe. Und ich packe auch alle Bücher wie immer unten in die Infobox, werde auch wieder die Zeitstempel mit eintragen, dass ihr eben einfach zu den Büchern springen könnt, die euch interessieren. Ich finde das tatsächlich sehr praktisch und finde es auch richtig toll, wie das jetzt auch mit den Kapiteln in den Videos so gemacht wurde von YouTube. Also finde ich ein cooles Gimmick, wo man eben auch durchaus bei anderen im Videos immer mal sagen kann, okay, das Buch ist jetzt vielleicht nicht so spannend, aber ich höre mir das nächste an und ich hoffe, dass ihr das auch so hilfreich findet und so eben auch zu den Büchern klicken könnt, die ihr spannend findet. Und jetzt starten wir aber mit den Büchern. Das erste beendete Buch war Albtraum im Nimmerland von Christina Henry. Das war das Hörbuch der Woche. Christina Henry schreibt ja sehr düstere Interpretationen von Märchenbüchern, die man eben kennt. Und Nimmerland beschäftigt sich hier dann natürlich mit Peter Pan. Nachdem sie ja 3 Bücher über Alice geschrieben hat, war ich sehr interessiert, was uns hier im Nimmerland erwartet. Dann ein kurzes Büchlein oder ein dünnes Büchlein für zwischendurch. Anja Rützel über Take That. Aus dieser Reihe, das ist die Kiwi Musikbibliothek, habe ich auch schon ein Buch von Melanie Rabe über Lady Gaga gelesen und bin ein großer Take That Fan. Dementsprechend war das ein Lesemuss. Dann ein Clip, der sich um 2 Bücher drehen wird, nämlich um Home, die komplette Dilogie von Eva Siegmund, sowohl Das Erwachen, also auch Die Mission. Ich habe beide Bücher hintereinander weggelesen, den zweiten Band dann als E-Book und ja, das ist dann auch ein Clip. Dann, heute sehr viele Danns, vielleicht sollten wir da immer ein Schnäpschen trinken, wenn Steffi heute dann sagt. Eine Freundschaft in Briefen wurde von mir auch gelesen, von Helene Hanf, ist 84 Sharing Cross Road, ein Buch, über das ich in einem anderen Buch gestolpert bin und was auch relativ dünn war und ich so einen wunderbaren, wenn auch kurzen Lesegenuss hatte. Und das letzte Buch der Woche hat sich dann um Human Design gedreht und zwar Heb den Schleier von Marie-Louise Kreitz. Und ja, das habe ich, ich glaube, am Sonntag gelesen. Dazu packe ich dann jetzt mich sozusagen in Jetzt-Hier-Form ans Ende der vielen Clips, weil ich da jetzt einfach direkt live darüber sprechen werde. Ja, alle Bücher unten in der Infobox, wenn ihr da Infos braucht. Und jetzt viel Spaß mit der Urlaub, Steffi. Das erste Buch meiner dritten Urlaubswoche war ein Hörbuch und zwar die Chroniken von Peter Pan, Albtraum im Nimmerland
von Christina Henry. Habe ich gehört, Sprecher ist Tim Schwarzmeier und ja, mir hat die Vertonung sehr, sehr gut gefallen. Also Tim Schwarzmeier hat hier absolut alles richtig gemacht. Es ist das vierte Buch von Christina Henry, was ins Deutsche übersetzt wurde. Es gab die drei Bücher zu Alice im Wunderland, die ich ja im letzten Jahr sehr, sehr gefeiert habe, besonders Teil 1 und Teil 2, die ja zusammengehört haben, während die dritte Geschichte ja dann losere Kurzgeschichten in dieser Welt waren. Im Oktober erwarten uns dann die Chroniken von den Meerjungfrauen und ich glaube, Anfang nächsten Jahres kommt dann das Thema Rotkäppchen und da bin ich natürlich mega, mega gespannt. Ja, wir dürfen hier keine echte Märchenadaption erwarten, die eben die Geschichte von Peter Pan anders erzählt, weiter erzählt oder ähnlichem, sondern wir haben hier eine sehr düstere Interpretation von Peter Pan, denn in dieser Variante von Christina Henry ist Peter Pan nicht der Junge, der ja, andere Kinder, Jungs einsammelt und ins Nimmerland bringt und sie dort eine schöne Zeit haben, sondern Peter Pan hat es faustdick hinter den Ohren und das beschreibt uns Christina Henry hier ganz wunderbar. Es ist eine sehr düstere Geschichte, das vielleicht schon vorneweg, sie ist auch sehr brutal. Ich würde es nicht als Jugendbuch oder ähnlichem einschätzen, ja, durchaus vielleicht mit 14, 15 schon lesbar, aber ich fand die gerade unterschwellige Brutalität schon ganz schön heftig. Ja, ich habe mich ja hier auch fürs Hörbuch entschieden, weil ich ja dachte, dass das auf jeden Fall auch zum Hören ganz gut sein kann und habe dann das Hörbuch vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Das erkennt ihr unten auch immer in der Infobox, das kennzeichne ich. Und ich musste natürlich unbedingt ja die Peter Pan Variante hören, lesen, weil ich auch ja so von der normalen Peter Pan Geschichte sehr angetan bin. Sowohl der echten Geschichte, dem echten Buch, als auch die Geschichte dahinter, als dann auch die Serie, Filmadaptionen. Ich bin auch ein großer Fan von Hook, der ja mit Robin Williams als Peter Pan ist. Und ich weiß, dass das viele total grottig und schlimm und kitschig und keine Ahnung finden und drüber. Das ist es bestimmt alles. Ich liebe diesen Film. Also ich habe den schon zigmal gesehen. Immer wenn es mir besonders schlecht geht, kann ich eigentlich Hook einschalten. Und das erzählt im Grunde ja die Geschichte von Peter Pan weiter. In dieser Interpretation erfahren wir nun aber, ja, wie Peter Pan wirklich ist, was wirklich im Nimmerland passiert. Und treffen dort eben auf Jamie. Jamie ist der erste Junge gewesen, den Peter Pan zu sich ins Nimmerland geholt hat. Und Peter Pan möchte eben einfach den ganzen Tag spielen. Er möchte durch die Insel laufen, er möchte Spiele spielen, er möchte Bäume hochklettern, er möchte die Piraten ärgern, er möchte mit den Meerjungfrauen schwimmen. Und Peter Pan braucht unglaublich viel Aufmerksamkeit. Und das ist natürlich gefährlich, weil das ein einzelner Mensch und in dem Fall Jamie gar nicht alles so bedienen kann, was ja eigentlich Peter sich hier erwartet und erhofft. Also er möchte eigentlich, dass sich die ganze Welt um ihn dreht. Und so kommt es nach und nach, dass nach Jamie eben noch andere Kinder aus der Underwelt geholt werden, also aus unserer Welt, ganz unterschiedliche Kinder und alle bleiben im Grunde auch Kinder im Nimmerland. Also man wird nicht älter, es gibt immer mal wieder Kinder und da gibt es dann auch eine Erklärung dafür, die eben wachsen, die größer werden, aber sehr häufig werden sie nicht zum Erwachsenen, denn ja, Peter gefällt es gar nicht, wenn seine Spielgefährten irgendwie älter werden und ja, was er dann so mit ihnen macht, das erfahren wir unter anderem in dieser Geschichte. Zudem wissen wir schon aus dem Klappentext, dass Jamie irgendwann Hook, Kapitän Hook werden wird und wir erfahren hier eigentlich die Geschichte von Jamie, wie er auf diese Insel kam, wie er Peter traf, wie diese Freundschaft, diese Liebesgeschichte gelaufen ist, wie es mit den anderen Kindern auf der Insel war, wie es mit den Piraten war und eben dann auch so ein bisschen die Entwicklung, ja, wie denn aus Jamie Kapitän Hook werden konnte. Und ich fand es tatsächlich schade, dass wir das schon im Klappentext erfahren hatten, dass wir eben hier die Geschichte von Hook erfahren, weil ich hätte mir das tatsächlich gerne ein bisschen offen gehabt. So wusste man im Groben schon, wo denn die Geschichte so ein bisschen hin möchte. Hat natürlich seinen Reiz zu sagen, erfahrt die Geschichte von Hook und warum er dann böse wurde und das erfahren wir. Und das ist nichts Seichtes oder Leichtes, das war schon an mancher Stelle sehr, sehr brutal, weil man darf nicht vergessen, auch wenn ein Peter Pan oder ein Jamie schon sehr lange im Grunde auf der Welt sind und dementsprechend natürlich nicht mehr reine Kinder sind, sondern vom Geist natürlich erwachsen sind, sind alle drumherum immer Kinder. Und was denen in ihrer
Außenwelt passiert sind, bis zu dem Moment, wo Peter sie ins Nimmerland bringt und was dann vielen Kindern auch eben im Nimmerland passiert, das fand ich manchmal schon ganz schön heftig. Also weil eben ich da immer Kinder gesehen habe und auch bei Jamie irgendwann oder anfangs oft vergessen hatte, dass er ja viel, viel älter ist, als er wirkt, als er aussieht. Und das fand ich echt heftig. Es sind hier Kinder und wir erfahren, was da so im Nimmerland Brutales passiert. Ja, und wer auch die Piraten sind, was die eigentlich hier wollen und was die auf dieser Insel im Nimmerland auch suchen. Ich fand es toll. Also mir hat auch diese Chroniken sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, Christina Henry hat einen Stil, diese Geschichten umzudrehen, den Guten zum Bösen zu machen und auch umgekehrt. Sie gab hier Jamie eine Stimme und er hat das toll gemacht. Also er erzählt uns aus seiner Perspektive, wie er ins Nimmerland kam, seine Geschichte, wie er Peter erlebt hat, wie er sich um die anderen Kinder gekümmert hat, welche Mühen er auch auf sich genommen hat. Ich fand das großartig erzählt. Ich mochte es, in Nimmerland unterwegs zu sein, die Bäume zu erkunden, den Wald, die Strände, Meerjungfrauen, Haie zu treffen, auf die Piraten zu treffen und eben irgendwie mit Peter Pan und seinen Freunden wieder unterwegs zu sein. Und ich fühle mich da direkt auch 30 Jahre jünger und würde eben am liebsten direkt mit Peter Pan dann eben auch umherschweben. Aber mit diesem Peter Pan möchte man es sich auch nicht unbedingt verscherzen, das muss man auch ganz klar sagen, weil, ja, der hatte schon echt faustdick hinter den Ohren und das hatte ich gleich vorhin schon gesagt und dann mit Augen, aber ja, nach wie vor das gleiche Sprichwort, weil man merkt schon, was Christina Henrys Intention war, was sie dazu trieb, die Geschichte im Grunde von Jamie aufzuschreiben und das fand ich richtig toll. Also die Idee, die Umsetzung, richtig, richtig grandios, man lernt die Kinder kennen, man lernt die Spiele kennen, man erfährt so viel von den Kindern und ihrer Vergangenheit und eben auch wirklich der Welt draußen und dass es eben auch draußen nicht immer schön ist, dass es eben Familien gibt, wo Kinder geschlagen werden, wo die Mutter misshandelt wird und ja, also was man eben als Kind, vielleicht sogar als Straßenkind irgendwie mitmacht, das fand ich toll erzählt. Was für mich ein bisschen gefehlt hat, war tatsächlich die bildhafte Erzählung. Das war was ich besonders bei den beiden Alice-Büchern richtig toll fand, dass wir Figuren vor Augen hatten, angefangen natürlich von Alice selbst, von dem Wald, der durchlaufen wurde, von den Städten, von den Figuren. Also da hat Christina Henry super erzählt, wie diese Figuren aussehen, wie diese Menschen, Lebewesen aussehen. Das fand ich hier tatsächlich ein bisschen wenig. Also es gab immer mal nur Infos, wie vielleicht auch eins der Kinder aussieht, wie es mit der Kleidung aussieht. Das wurde nur explizit bei manchen erzählt, wenn es eben auch einen Grund irgendwie hatte. Mir hat so ein bisschen das Bildhafte gefehlt. Deswegen finde ich jetzt dieses Buch tatsächlich ein bisschen schwächer als die beiden Alice-Bücher, aber ich fand sie toll. Also ich mochte wirklich die Geschichte, ich fand Peter Pan großartig, ich mochte Jamie, der Junge tat mir so, so leid, ich hätte dem am liebsten immer mal ja, einen ganz dicken Schmatzer gegeben, ihn umarmt und er ist ja ein Kind, da ist der Schmatzer vielleicht ein bisschen komisch. Aber eine dicke Umarmung hätte ich ihm super gerne gegeben. Es war wirklich mal eine andere Geschichte, eine andere Art ins Nimmerland zu reisen und eben wirklich diese Welt mit anderen Augen zu sehen. Das fand ich wirklich großartig und ich freue mich sehr, sehr, sehr auf die Meerjungfrauen-Geschichte. Bei Rotkäppchen weiß ich noch nicht, ob ich so dabei bin, weil ich bin grundsätzlich kein Rotkäppchen-Fan. Ich habe immer dieses blöde Rotkäppchen nicht verstanden, was sie da in den Wald geht und dann muss der Wolf wegen ihr sterben und dann wird da der Bauch auf, also das fand ich total, also das ist schon echt heftig, ne? Das ist schon so brutal, wer weiß, was da Christina Henry draus macht, aber Peter Pan, absolute Empfehlung, hat mir sehr, sehr gut gefallen und war wirklich düstere, brutale Fantasy, wie ich es liebe, kann ich wirklich empfehlen, ein bisschen mehr Bildhaftigkeit, dann wäre es wahrscheinlich wirklich so das Top-Highlight geworden, aber ja, es ist Jammern auf sehr hohem Niveau und es war auf jeden Fall ein tolles erstes Buch in dieser Woche. Das zweite Buch in der Woche war so ein kleiner Lückenfüller. Ich hatte ein bisschen Lesezeit, war so unschlüssig, was könnte ich jetzt noch lesen und habe dann zu Anja Rützel und Take That gegriffen. Das ist aus der Kiwi Musikbibliothek und ist das zweite Buch aus dieser Reihe, wo sich eben ja berühmte deutsche Menschen mit Bands oder Künstlern, Sängern beschäftigen. Ich habe hier schon Melanie Rabe meets Lady Gaga gelesen und fand das super spannend und interessant, wie uns Melanie Rabe hier ihre Liebe zu Lady Gaga vermittelt hat. Und ich bin ja ein großer, großer Take That Fan. Ich sehe mich heute noch 1994 oder 93
ja, absolut abfeiern als, ja, ich glaube, noch nicht mal Teenie oder gerade so. Und ja, da fing auch meine Liebe nicht nur zu Take That an, sondern auch zu Robbie Williams. Und ach, Wahnsinn, wie lange das schon her ist. Und es ist echt irre. Und man trifft hier bei Anja Rützel auf einen Fan, der eben genau beschreibt, wann sie zu Take That gefunden hat, wie sie das empfunden hat, als sie sich damals trennten, als sie sich wieder vereinigt haben, wie Konzerte abgelaufen sind. Sie stellt uns jedes einzelne Bandmitglied vor, welche Gedanken sie zu demjenigen hat und ja, wie sie eben auch heute als ja, Ü30, Ü40, ich weiß gar nicht, ist Anja Rützel schon 40? Ich will jetzt gar nichts Falsches sagen. Sie ist auf jeden Fall Journalistin und nimmt uns eben durch diese Popkultur mit, wie Boybands damals gecastet wurden, wie die Band entstanden ist. So das typische Klischee, wer wurde wie und warum ausgesucht, welche Rolle wurde von den einzelnen Künstlern eingenommen. Und sie erzählt uns dann natürlich auch, wer ihr Liebling ist. Und ich fand das super spannend und ich fand so großartig, ja, Vorlieben, Gedanken, Gefühle, die man selbst zu einer Band hat, hier eben ja niedergeschrieben zu sehen. Also wirklich Empfindungen zu verschiedenen Songs, zu Songstellen, zu Melodien, die einen einnehmen. Und ich habe mich da total wiedergefunden. Also ich fand es wirklich großartig erzählt. Dieses Buch sprüht vor Liebe zur Band, zur Liebe zur Musik, zur Popkultur. Überhaupt zu dieser damaligen Zeit, natürlich schwingt auch ein bisschen Nostalgie mit und auch wie sie eben diesen Werdegang erzählt, wie aus 5 Jungs irgendwann 4 wurden, dann gab es die Reunion, wo sie wieder zu 4 waren, dann kam Robbie mal kurz dazu, mittlerweile ist Take That ja im Grunde nur noch zu dritt, beziehungsweise ja, zählt ja Robbie wohl seiner Meinung nach irgendwie noch dazu, aber er pausiert gerade seine Mitgliedschaft. Und wie dann eben auch die Werdegänge als Solokünstler und so waren. Und er sprüht hier vor Leben und einfach vor Liebe und Leidenschaft zur Musik. Einfach großartig. Ich fand es toll, wie es Anja Rützel geschafft hat, diese Geschichte lebendig wirken zu lassen. Wie toll sie Lieder interpretiert hat, was sie aus diesen Songs mitnimmt. Und ich habe so oft einfach nur nicken davor gesessen und gedacht, ja, genau diese Musikzeile, das ist genau das, was einem in Erinnerung bleibt. Das ist Musik zum Anschmatzen, nein, zum Anschmachten und Mitmachen. Und ich fand das richtig großartig. Und ich fand es auch hier richtig toll, hat sie gesagt, ich habe einiges markiert. Sie sagt so schön, ich liebe sie dafür, dass man, wenn man ehrlich ist, nicht viel mehr über die Liebe wissen muss, als in den Liedern von Take That vorkommt, wenn man die B-Seite dazu nimmt. Einfach großartig, das ist so. Wenn Gary Barlow schmachtet und ach, das gibt so tolle Songs und natürlich auch so zum Leben und man merkt, dass aus dieser Boyband eben irgendwann auch eine Männerband wurde und das schafft sie richtig toll. Und hier haben wir auch, Pop ist immer dann am größten, wenn es etwas vom Glanz auf der Bühne auch auf einen selbst zurückspiegelt. Ein bisschen Magic, genau. Und sie bezieht so viele tolle Dinge auch über ihr Leben, was bei Konzerten passiert ist. Und ja, hier beschreibt sie auch so diesen einen Gary Barlow-Song, den er für seine Tochter geschrieben hat, Let Me Go. Und das ist genau das Gefühl, das ich bei diesem Song habe. Das beschreibt sie hier auch. Ich muss oft heulen, wenn es um Take That geht. Aber Let Me Go ist das einzige Gary Barlow-Lied, bei dem ich immer weinen muss, weil es fröhlich ist. Und das ist so. Das ist ein Lied, hört es euch mal an. Auch wenn ich ja von den ersten Songs von Gary Barlow alleine nicht so der größte Fan war. Aber ja, oder hier geht's dann, ach ja, ich bin einfach begeistert, ich bin hingerissen. Ich habe direkt dann wieder angefangen, Take That Songs zu hören. Und natürlich Robbie, also Robbie geht immer, höre ich auch sehr häufig. Und ich bin Take That Fan und ich glaube, dass dieses Buch für jeden toll ist, der natürlich Take That mag, der die Jungs irgendwie mag, der die einzelnen Künstler mag, der aber eben auch einfach so Popkultur, Popgeschichte irgendwie spannend findet und vielleicht wirklich lesen möchte, wie ein Fan da so dahinter steht. Und ich fand's großartig. Ich habe mich darin so wiedererkannt und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Ein Buch, das definitiv im Regal bleiben darf und zu dem man vielleicht so alle 5 Jahre auch mal greifen kann, um die Liebe zu Take That wieder ein bisschen aufzufrischen. Und ja, toll, Highlight, toll geschrieben, hat super viel Spaß gemacht, es zu lesen.
In diesem Clip fasse ich Buch 3 und 4 zusammen, nicht etwa, weil es unterschiedliche Bücher sind, sondern weil es sich dabei um eine Dilogie handelt, die ich jetzt auch in einem Stück sozusagen weggelesen habe. Es geht um die Dilogie von Eva Siegmund, es geht um die Home-Dilogie mit Das Erwachen und ich glaube Band 2 heißt dann Die Mission und habe ich als E-Book gelesen. Ich werde jetzt auch im Grunde nur den ersten Band einblenden, der zweite Band ist glaube ich so grün-blau gehalten. Und ja, man kann es jetzt schon erahnen, dass mir der erste Teil sehr, sehr gut gefallen hat, wenn ich direkt danach den zweiten Band gelesen habe. Ich habe Eva Siegmund und das Buch letztes Jahr, glaube ich, bei Anka auf dem Kanal gesehen. Und dann haben wir uns auch mit privat ein bisschen ausgetauscht und sie hat das sehr, sehr gefeiert. Und jetzt hat es Christine bei Pick My Sub für mich herausgesucht. Das ist jetzt das dritte der 6 Bücher. Also ich bin gut in Time, würde ich sagen. Und ich hatte dann auch einfach Lust auf ein Jugendbuch, auf eine Jugenddystopie. Ich mag sowas immer wieder sehr, sehr gerne und war hier eben auch auf das Buch von Eva Siegmund gespannt. Ich habe von Eva Siegmund, ich glaube, das ist auch hinten drin, diese Pandora-Dilogie, glaube ich, gelesen, richtig. Und habe da aber, glaube ich, irgendwie den zweiten nicht so in positiver Erinnerung und war trotzdem einfach gespannt und neugierig, was mich bei Home erwartet. Ja, wir sind in einer zukünftigen Welt. Wir treffen auf Zoe, die hier an einer Art Militärschule unterwegs ist. Sie ist verlobt, sie ist erfolgreich, sie ist auf dem Weg zu einer Mission. Sie soll da auch als Captain unterwegs sein. Sie ist topfit, sie weiß viel, sie kann viel und ja, kurz vor der Mission geht sie schlafen und wacht auf und ist da aber nicht mehr, wo sie dachte, dass sie eigentlich sein sollte. Denn sie wacht in einer Klinik auf, mitten in Berlin, glaube ich, war es. Ich glaube, es war Berlin. Ist auch ganz egal. Und sie wacht dann in einer Klinik auf und ihr wird da vom Arzt gesagt, dass sie zwar Zoe ist, aber dass sie jahrelang im Koma gelegen hat. Sie kann das gar nicht glauben. Sie erzählt auch von so ein bisschen was von dem, was sie sich da im Traum, im Koma scheinbar eingebildet hat. Sie trifft dann auf ihre Familie und wird auch nach Hause geschickt, erfährt ja da vorher im Grunde schon, dass die Welt, die Erde am Abgrund steht, dass es zu heiß ist, dass es keine Wasserressourcen mehr gibt, dass man sehr viel rationiert, dass im Grunde wirklich Eltern zum Teil auf ihr Essen und ihr Trinken, auf diese Ration verzichten, damit die Kinder eben genug haben und so geht sie mit einem recht merkwürdigen Gefühl nach Hause, spricht dort aber sehr offen mit ihrem Bruder, an den sie noch sehr positive Erinnerungen hat, der ihr auch ganz klar sagt, irgendwas stimmt mit dir nicht, irgendwas ist anders an dir, du kannst dich einfach im Koma gelegen haben, du weißt Dinge, die du nicht wissen konntest, weil du damals noch so jung warst, du kannst Dinge und ja, Zoe erfährt dann so ein bisschen, was hinter Home steckt, was es mit ihrem Koma auf sich hat und erfährt so etwas von unserer Welt, von ihrer Welt und die Sachen, die so ein bisschen gemischt sind. Der zweite Teil geht nahtlos weiter, bringt uns dann auch in eine andere Zone, bringt uns woanders hin, wir reisen. Und das fand ich großartig, das muss ich echt sagen. Mir hat der erste Teil unfassbar gut gefallen. Also für mich wirklich ein Jugendbuch-Highlight, sprachlich großartig erzählt durch die Ich-Perspektive. Ich liebe das bei Jugendbüchern und besonders Dystopien. Wir sind mitten in Zoe, wir haben ihre Gedanken vor Augen, ihre Gefühle, wir erfahren, was sie sagt, wie sie es sagt, warum sie manche Dinge verschweigt. Wir sind mittendrin, als sie eben aufwacht, als sie sich Fragen stellt, als sie auch mit ihrer Familie irgendwie wieder Kontakt hat, als sie dann eben merkt, was geht hier eigentlich Merkwürdiges vor und dass etwas vorgeht, ist, glaube ich, zu erahnen. Und wir sind da mitten dabei. Ich fand das mega erzählt, ich fand es innovativ, ich fand es spannend. Ich mochte den ersten Teil super gerne, war für mich wirklich ein Highlight-Buch, habe ich wirklich so in 2 Atemzügen gefühlt weggelesen, hat mich gut unterhalten, hat bildhaft diese Welt gezeigt, besonders eben auch dann den Katastrophenzustand unserer Erde und das fand ich mega spannend, sehr bildhaft und ich glaube, dass das auch wirklich für Jugendliche ein Thema ist, wo sie sich wiederfinden, wo sie eben erkennen, wohin führen die Dinge, die wir gerade tun, wie schlimm kann es tatsächlich werden und das fand ich großartig gemacht. Ich habe dann erst so kurz überlegt, wie ich so am Ende ziemlich auf
der Endgerade, Zielgerade des ersten Bands war, gehe ich jetzt los, hole mir den zweiten Band oder schaue ich mal, ob es ihn gebraucht gibt. Und dann dachte ich, nein, es reicht, wenn ein Highlight-Buch sozusagen einer Reihe 1 im Regal steht. Hol dir das zweite Buch einfach als E-Book, und das habe ich auch gemacht und konnte da wirklich nahtlos den zweiten Band weiterlesen, der ebenfalls sehr spannend war, der zu Beginn so ein bisschen, ja, auch das, den Cliffhanger von Band 1 sehr gut aufgearbeitet hat. Er hatte für mich aber so 2-3 längere Abschnitte, wo ein bisschen langatmig waren. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich da schon dachte, Mensch, wo ist hier diese Spritzigkeit, diese Lebendigkeit aus Band 1? Hat sie sich da ein bisschen verloren? Hätte man vielleicht aus 2x 450 Seiten irgendwie nur 2x 400 gemacht? Ich glaube, es hätte gerade im zweiten Teil vielleicht ein bisschen besser getan, wenn der ein bisschen kürzer gewesen wäre, ein bisschen straffer, um wirklich die Spannung ein bisschen länger aufzuhalten. Aber wir sind ja da reisetechnisch unterwegs, ich möchte gar nicht spoilern. Und das hat mir unglaublich gut gefallen, das muss ich wirklich sagen. Auch die Entwicklung von Zoe fand ich sehr gelungen, auch über den zweiten Teil hinweg. Mit was ich nicht so ganz aktuell noch d'accord gehe, ist das Ende des zweiten Teiles, also mit dem Ende der Dilogie. Ich weiß noch nicht, wie ich das finde. Ob es sehr kreativ war, ob es sehr provokant ist, ob ich es eher platt finde und gar nicht mag. Ich bin mir da noch super unschlüssig. Ich glaube, ich muss da mal ein bisschen drüber nachdenken. Weil irgendwie ist das ein Ende, was ich nicht erwartet habe. Gleichzeitig aber dann irgendwie dachte, naja, eigentlich vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da jetzt immer noch so auch nach Beenden des zweiten Teils so ein bisschen ratlos. Vielleicht muss ich auch mal 1-2 Nächte drüber schlafen. Aber für mich war der zweite Band ein bisschen schwächer als Band 1. Aber insgesamt war diese Dilogie wirklich ein Highlight in der Jugendbuch-Dystopie. Also wirklich im Jugendbuch fand ich es richtig, richtig toll. Und es hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Und ich mag Jugendbücher. Ich mag es besonders, wenn es da ja in die dystopische Richtung geht. Da gibt es ja einige Beispiele, die ich wirklich sehr, sehr gefeiert habe. Und ich fand auch schön, dass wir zwar schon so ein bisschen auch vielleicht eine Dreiergeschichte irgendwo hatten, dass die aber eher hintergründig war. Das fand ich sehr gut. Und ich mochte das super gerne. Also wirklich eine Jugendbuchreihe, die ich sehr empfehlen kann, die mich wirklich begeistert hat, gefesselt hat, unterhalten hat und mir wirklich viel Freude bereitet hat und ich wirklich 2 Bücher so in einem Flutsch weggelesen habe, was ja auch nicht immer passiert, aber hier wirklich gelungen und toll war. Hat mir super gut gefallen und kann ich wirklich nur empfehlen. Und über das Ende werde ich einfach mal noch ein bisschen nachdenken. Vielleicht kennt ihr ja das Buch und auch das Ende und vielleicht wollen wir uns das spoilerfrei möglichst oder mit Spoiler-Kennzeichnung dann ein bisschen in den Kommentaren austauschen. Ja, weil da bin ich irgendwie doch noch recht hin und her gerissen. Aber vielleicht sieht das morgen, übermorgen auch wieder ein bisschen anders aus. Aber ja. Ja, das dritte Buch von Pick My Sub von der lieben Christine sozusagen ist gelesen, die Hälfte sozusagen geschafft. Freut mich wirklich sehr, dass mir das auch so viel Spaß macht, wenn ich gerade gar nicht weiß, wo greife ich hin, dass ich dann auf den Stapel sozusagen schaue, der jetzt eben ja doch recht geschrumpft ist von 6 auf 3. Steht auch irgendwo hier im Hintergrund separat. Ja, also Empfehlung, wer eine coole Jugendbuch-Dystopie lesen möchte mit einem tollen Schreibstil, mit einem tollen Erzählstil, der ist hier absolut richtig. Und ja, ist beides auch schon da, ist abgeschlossen, kann beides in einem weggelesen werden. Wirkliche Empfehlung, hat mir super, super gut gefallen. Bei dem 5. Buch der Woche handelt es sich um ein kleines, dünnes Büchlein von Helene Hanf, Eine Freundschaft in Briefen. Und zwar geht es da um einen Briefwechsel zwischen Helene Hanf, der, glaube ich, 1948, 49 begonnen hat und sich so circa ja, 15 bis 20 Jahre hingezogen hat mit der Buchhandlung 84 Charing Cross Road in London, während Helene Hanf aber in den USA lebt. Und es beginnt damit, dass uns Helene Hanf in einem Brief oder der Buchhandlung in einem Brief im Grunde mitteilt, dass sie auf der Suche nach Antiquariatsbüchern ist, dass sie eben bei sich in der Nähe überhaupt irgendwie nichts in diese Richtung findet und eben irgendwie über eine Zeitungswerbeanzeige darauf gekommen ist, oh, hier in London finde ich wohl die Bücher, die ich suche. Und sie beauftragt in dieser Buchhandlung in der Regel immer einen besonderen Mann damit, ihre Bücher sozusagen
sozusagen ausfindig zu machen. Dieser verschickt diese dann über den Atlantik und schickt auch immer eine wunderbare Rechnung bei. Also wir sind dann wirklich irgendwie bei $3.20 und sie schickt dann tatsächlich auch Bargeld zurück. Es ist jetzt kein Buch, was irgendwie in Romanform ist, was zu viel vom Leben der Beteiligten erzählt. Es ist aber so, dass diese ganze Buchhandlung sich immer wieder über die Briefe von Helena Hanf freut und auch über ihre Pakete. Denn ja, sie schickt aus den USA eben durchaus auch Fresspakete, wenn man das so sagen kann, mit Dingen, die eben in Europa ja sehr rar sind, schickt sie zu Ostern, zu Weihnachten. Sie hat auch Freunde, die immer mal in London sind, denen trägt sie im Grunde auch etwas auf, was sie dann vorbeibringen können. Und so entwickelt sich aus der Briefbestellungsfreundschaft eben irgendwann dann eben auch, dass diese ganze Buchhandlung, dass alle Mitarbeiter da mal hinschreiben, dass auch die Frau des Buchhändlers von Helena Hanf dann irgendwann anfängt zu schreiben, Fotos zu schicken. Und es ist natürlich schon eine Mischung aus ein bisschen Literatur, was wurde zur damaligen Zeit gelesen, was wurde angefragt, wie hat Helena Hanf das gefunden, wie hat auch die Buchhandlung darauf reagiert. Es ist natürlich auch so ein bisschen Zeitgeschehen, eher aber tatsächlich so am Rande. Und ja, ich fand das sehr, sehr schön zu lesen. Ich habe das Buch über das Buch von Adriana Popescu, Zeilen am Meer, entdeckt. Darin beschreiben nämlich die beiden Protagonisten eben auch, dass sie einen Briefverkehr haben und verweisen dann eben auch irgendwie auf dieses Buch. Ich weiß gar nicht mehr, wer von beiden den anderen den Tipp gegeben hatte. Und ich hatte mir das eben notiert und dann, ich glaube, auch über Tauschticket ergattert und war da eben super neugierig, was mich im Grunde erwartet, und habe etwas ganz anderes bekommen, als ich erwartet habe. Ich habe schon ein bisschen tiefergehende Briefe vielleicht erwartet, auch ein bisschen mehr zu der damaligen Zeit. Was ich ganz spannend gefunden hätte, eben durch das Nachkriegseuropa und eben die USA. Das erfährt man so am Rande ein bisschen mit. Man ist auch bei der Krönung der Queen zum Beispiel dann mit dabei und erfährt eben, wie das so war. Und was einem das Buch dann aber mitgibt, ist, verschiebe nicht immer alles auf morgen. Und da kommt dann mein neuer Leitspruch so ein bisschen mit rein, irgendwann ist jetzt. Ganz frei nach Max Giesinger. Und das merkt man in diesem Buch dann ein bisschen im Mittelteil und auch gegen Ende ist das, glaube ich, so eine Message, was dieses Buch mitgeben möchte. Verschiebe nicht alles. Lese Bücher, auf die du Lust hast. Lege Wert auch darauf, wenn du möchtest, wie sie aussehen, in welcher Fassung sie sind. Es gibt überhaupt gar keine Probleme oder du musst keine Rechenschaft ablegen, wenn du von einem Exemplar auch mehrere Bücher hast. Auch das hat Helena Hanf und das fand ich richtig großartig. Also es war wunderbar der Zeit entsprechend auch geschrieben. Also man merkt, dass wir wirklich in dieser Zeit drin sind, als diese Briefe entstanden sind. Und hinten ist dann auch mal erzählt, wie das überhaupt dann zustande gekommen ist, dass man die Briefe dann irgendwann gefunden hat. Und ich weiß gar nicht mehr, wie sie das dann weitergegeben hatte. Das wird dann eben auch noch erschienen und dass das dann 2001 in Frankreich herausgebracht wurde und dann eben auch, ja, ich glaube 2002 in den deutschsprachigen Raum kam. Also mit 31-jähriger Verspätung. Und sie hat es, glaube ich, an eine Agentur geschickt, weil sie diese besondere Freundschaft eben auch irgendwie ehren wollte. Und was ich sehr schön fand, war am Ende, da geht es um, dass eben dieses Buch, das so eine Geschichte durch Brief erzählt, eben durchaus etwas mehr vermittelt. Gespräch, Freundschaft, Zuneigung, Großzügigkeit, Witz. Mit anderen Worten, die besten Dinge, die das Leben uns schenken kann. Und da war ich absolut mit dabei. Es hat mich dann auch gegen Ende nochmal so ein bisschen berührt. Es war jetzt nicht hoch emotional, und ja, aber es war richtig schön. Und im Mittelteil erzählt uns auch Helena Hanf, da geht es nämlich um gebrauchte Bücher, also weswegen sie eben auch in einem Antiquariat bestellt und dass sie es eben liebt, gebrauchte Bücher zu besitzen, und erzählt uns auch gleichzeitig dann, dass sie eben Bücher auch gebraucht, also dass ein Buch gelesen, gelebt, geliebt aussehen muss, dass sie sich hier im Grunde beschwert hat, dass eine Widmung fehlt für ein Buch, was sie geschenkt bekommen hat, und da sagt sie eben auch, sie hätte... Also, dass der Wert durch eine Widmung eben gestiegen worden wäre. Und dann sagt sie, ich liebe Widmungen auf dem Vorsatz und Randnotizen. Ich mag das Gefühl von Verbundenheit, das entsteht, wenn ich Seiten umschlage, die jemand vor mir bereits umblätterte und Abschnitte lese, auf die jemand, der schon lange nicht mehr lebt, meine Aufmerksamkeit gelenkt hat. Und das finde ich eben bei Büchern auch. Sie dürfen gelebt, sie dürfen geliebt aussehen. Ich bin jetzt nicht der größte
Freund davon, selbst in Bücher zu schreiben, aber auch ich habe das schon immer mal in gebrauchten Büchern entdeckt, dass jemand eine Randnotiz gemacht hat, dass jemand was markiert hat und das ist was, wo ich so denke, ach, da hat sich jemand was bei gedacht und was könnte er zu dieser Zeit, wie er das gelesen hat und was hat ihn da berührt und da konnte ich sehr mitfühlen, also dass wenn ich das finde, dass ich das super schön finde, ich selbst aber auch niemand bin, der groß im Buch schreibt, ich mache mir Markierungen rein, aber mehr dann tatsächlich auch nicht, aber richtig schön, das sind auch so zwei Gedankengänge, die ich mir rausschreiben werde. Und ja, ist eine Empfehlung. Es ist etwas anderes, als ich zumindest erwartet habe, aber es ist richtig toll. Es war schön, einfach aus dieser Zeit etwas zu lesen und es hat wirklich eine Stunde mich wunderbarst unterhalten. Und auch wenn ich mit den wenigsten Büchern darin etwas anfangen konnte oder deren Namen schon mal gehört hätte, fand ich es doch richtig schön, so ein bisschen in diese Literatur und in diese Liebe zur Literatur, die, ja, ich glaube, wir hier ja alle empfinden, ja, im Grunde was zu lesen. Und ja, hat mir großen Spaß gemacht, hat mir eine Freude bereitet und ja, war richtig, richtig schön. Am Ende meines Urlaubes habe ich mich ein wenig, ja, um Human Design wieder gekümmert und habe Heb den Schleier von Marie-Louise Greiz gelesen. Ein Buch, das ich schon ein ganzes Weilchen jetzt, glaube ich, auf dem Sub hatte, über das ich irgendwie mal gestolpert bin und was schon eher, ja, so ein Buch zwar schon noch für Anfänger ist mit Basics, aber man durchaus, wenn man das Buch liest, ein bisschen eine Vorkenntnis schon haben sollte. Es ist dann eher so ein bisschen weitergeführend des Basiswissen. Ja, ich beschäftige mich ja seit knapp einem Jahr mit Human Design und ich finde das ja super, super spannend, was in uns angelegt ist durch die Chakren, durch unser Geburtsdatum, was uns eben mitgegeben wird auf die Welt, auf unser Leben. Und ich habe dann auch letzte Woche bei einem Human Design Kongress mitgemacht, beziehungsweise habe ihn mir angesehen, so muss ich es glaube ich ausdrücken. Das waren super spannende Themen, also von vom Thema Einschlafen über wie man Ziele angeht, wie man Marketing angeht, wenn man ein Business hat, wie man ja seinen Ruheort irgendwie findet, wie man seine Lebensaufgabe findet, woraus man das nimmt aus den verschiedenen Chart-Bestandteilen, fand ich super, super spannend und da wollte ich eben auch einfach mal wieder in ein Buch eintauchen und habe mir dann eben Heb den Schleier zur Hand genommen. Ich habe das E-Book, ich glaube, im letzten Jahr relativ günstig für 6-7 Euro entdeckt und dann auch mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wie ich über die Autorin gestolpert bin, vielleicht tatsächlich im letzten Jahr über einen Kongress. Das kriege ich nicht mehr so genau hin, habe ich mir leider auch nicht notiert, aber ja, ich war da sehr spannend. Die Autorin selbst hat Pädagogik studiert und übte Jahre dann auch den Beruf der Grundschullehrerin aus, bis sie 1999 dann eben dem Human Design System begegnet ist und sie dann eben eine Ausbildung zur Analytikerin und zur Lehrerin in diesem Bereich machte. Wir haben hier Basiswissen zu den Typen und auch zu den Zentren, aber auch detailliertere Informationen zu den Tiefen, so ein bisschen im Human Design. Also es gibt, glaube ich, noch ein anderes Buch von ihr, was so ein bisschen die Anfänge noch erklärt. Da ich da aber schon ein bisschen weiter war und da mich schon beschäftigt hatte, dachte ich, okay, ich möchte speziell ein bisschen mehr in die Typen und in die Zentren, besonders in die Zentren, so hineingehen. Ich finde schon, man sollte vorher ein bisschen was wissen über seinen Chart. Man sollte es auch neben sich liegen haben. Also am besten lädt man sich das herunter und kann dann im Grunde wirklich eins zu eins sehen, wie bei einem etwas sich abbildet. Es gibt auch von der Autorin ein weiteres Buch, Hilft dir selbst zur richtigen Entscheidung. Ich habe ya das Human Design Buch von Chetan Parkin gelesen, was ich auch wirklich sehr umfangreich fand. Ich bin damit gut zurechtgekommen, nicht ihr Grundbuch sozusagen gelesen zu haben. Also ich konnte da gut folgen und habe da auch viel mitgenommen. Ja, mir hat das Buch sehr gut gefallen für ein Sachbuch. Ich fand es sprachlich sehr einfach gehalten, mit wirklich guten Erklärungen, auch wirklich für jedermann, auch jemand, der sich nicht täglich mit seinem Human Design beschäftigt. Ich fand es toll, dass in Nebensätzen eben oft auch Erklärungen gefolgt sind, dass sie da nicht gespart hat, sondern natürlich schon erstmal so eine Aussage getroffen hat und wenn sie dann aber wahrscheinlich selbst gemerkt hat, da muss man vielleicht noch ein bisschen was unterlegen an Wissen, dann hat sie das in Nebensätzen wirklich gut erklärt, gut rübergebracht. Es war sehr einfach gestaltet, ich fand das richtig toll. Ich habe einiges wieder mitgenommen, Neues mitgenommen. Ich hatte einige Aha-Effekte. Ich bin ja immer wieder fasziniert, wie so Dinge zutreffen. Und ich, für alle Skeptiker, ich muss sagen, ich bin da auch immer wieder skeptisch und neu skeptisch und lese dann eben durchaus auch die Dinge durch, die nicht auf mich zutreffen, um dann eben festzustellen, ja, die treffen nicht auf mich zu.
Also ist so ein bisschen, ja, es ist eben doch viel mehr als einfach nur irgendeine Astrologie, als nur das Horoskop in einem Tagesmagazin. Das darf man einfach nicht vergleichen, sondern hier steckt schon wirklich auch, finde ich, Wissen und auch wirklich so erlebtes Wissen dahinter. Also man kann es eben auch einfach ausprobieren und wird die Unterschiede merken. Und gerade auch Dinge, die man vielleicht aus der Kindheit kennt, wo man noch sehr intuitiv in das Leben gestolpert ist, da merkt man schon an, dass wie wir konditioniert wurden als Menschen, wie wir zu funktionieren haben, egal ob es der Kindergarten ist, die Schule und so weiter. Und wenn man sich da eben wieder zurückbesinnt, und da merkt man recht schnell, wie man eben wirklich getickt hat. Oder es gibt eben Bereiche, wo man sein Innerstes wirklich ausleben kann, wie wohl man sich fühlt, wie man in die Power kommt, wie man eben das Beste für sich schafft in der Welt. Und ja, ich finde es großartig. Ich muss sagen, ich hätte mir gewünscht, dass sie ein bisschen tiefer an mancher Stelle geht. Sie hat zwar schon viele Dinge ein bisschen tiefgründiger angesprochen, es gab aber einfach so ein paar Themen, wo ich mir dachte, ja, da wirfst du mir jetzt einen Knochen hin und hörst dann einfach auf. Das fand ich sehr schade. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie da weiter erzählt hätte, dass sie da, das ist mein Handy, dass sie da eben einfach ein bisschen mehr noch dazu erzählt hätte. Alles in allem aber wirklich ein gutes Buch, was wirklich leicht verständlich erklärt und eben auch für Anfänger, die vielleicht ihr erstes Reading hinter sich haben oder eben auch in Einsteigerbüchern unterwegs waren, da eben einfach so ein paar andere Details zu finden und eben wirklich zu den Zentren und zu den Typen noch ein bisschen mehr zu erfahren. Ja, das waren sie jetzt, die Bücher der Woche. Zu den Büchern kamen auch einige Sims 4 Spielzeit dazu. Es gibt auch demnächst ein neues Add-on, das beschäftigt sich mit dem Landleben und das sieht schon so großartig aus. Ich selbst habe aber eben eigentlich relativ frei gespielt. Mir macht das super viel Spaß. Also ich setze mir dann im Kopf schon so eigene Challenges. Ich habe mich auch mal an dieser Black Widow Challenge gesetzt. Ich fand das aber super anstrengend, da ständig meinen Sim zu führen, der dann irgendwelche Frauen anflirtet, sich verliebt, die im Grunde heiratet und dann irgendwie umbringt oder ja, die Sims dann eben dem Tod überlässt. Das fand ich dann irgendwann doch sehr makaber und dachte, das ist bestimmt nicht gut fürs Karma. Und dachte, nee. Aber es war so anfänglich schon ganz lustig, weil man irgendwie eine Aufgabe hat. Aber ich fand das eine sehr merkwürdige Aufgabe. Und es gibt eine sehr coole Challenge, die kann man auch auf YouTube finden. Da gibt es verschiedene Let's Plays. Da spielt man verschiedene Dekaden. Man fängt, glaube ich, irgendwie 1890 an. Kann dann auch irgendwie den Strom auf seinem Grundstück abstellen und solche Dinge. Und darf dann eben wirklich nur Sachen machen. Und muss dann auch irgendwie relativ viele Kinder bekommen, weil man das halt zu der damaligen Zeit irgendwie so war. Und verfolgt dann eben verschiedene Generationen seiner Familie. Finde ich mega spannend zum Zuschauen. Zum Spielen wäre ich, glaube ich, spätestens, wenn man irgendwie mehr als 3 Kinder hat, wäre ich irgendwie überfordert. Und bin aber sehr gespannt jetzt auf das Add-on zum Thema Landleben. Das finde ich nämlich auch richtig cool. Da kann man dann auch Lamas halten und Hühner und keine Ahnung, sieht richtig toll aus. Also ich bin da schon wieder ein bisschen Sims getriggert. Und nachdem es ja wirklich ab Mitte der Woche irgendwie herbstlich war, habe ich es auch gar nicht schlimm gefunden, so ein paar Stunden dann eben vor dem PC zu sitzen. Etwas sehr Großartiges und wirklich auch ein Highlight in meinem Urlaub war dann aber definitiv das Strandkorb-Konzert von Max Giesinger. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass wir Karten bekommen haben. Und wir hatten wirklich einen Strandkorb. Und das sind, glaube ich, 1000 Strandkörbe gewesen. Es war toll organisiert, gerade was auch Corona betrifft und die Maßnahmen dazu, wie man eben ein Konzert stattfinden lassen kann. Und ich bin ein großer und schon langjähriger Max Giesinger-Fan und ich war einfach nur geplättet, nach fast 2 Jahren endlich mal wieder ein Konzert live zu erleben und dann eben auch noch ihn. Und wir waren in Cham, das ist relativ südöstlich in Bayern. Und hatten da auch einen schönen Tag. Also wir hatten auch wirklich relativ Glück mit dem Wetter. Zumindest das Konzert war trocken. Wir hatten am Nachmittag so einen kleinen Regenschauer. Aber da haben wir gerade ein Eis gegessen. Das hat uns nicht gestört. War eine kleine, urige Stadt. Sehr gemütlich und war richtig toll. Hat uns auch sehr viel Spaß gemacht und war ein ganz, ganz tolles Konzert. Also wenn ihr die Möglichkeit habt für Picknickkonzerte oder so Strandkorbkonzerte, schaut euch das wirklich mal näher an. Ich fand das wirklich vom Konzept her richtig, richtig toll. Man hatte seinen eigenen Toilettenbereich, Raucherbereich, die Getränke sind einen zum Strandkorb gebracht worden, dass es eben keine Schlangen gab. Man hat im Grunde nach
zum Ausgang hin aufgelöst, also dass man möglichst an wenig Menschen vorbeigelaufen ist. Man hatte natürlich Maskenpflicht, bis man bei seinem Strandkorb war. Und ich fand das wirklich eine ganz tolle Erfahrung für ein Konzert. Ich bin selbst kein großer Fan davon, wenn gerangelt und geschubst und gedrängelt wird. Deswegen, vielleicht komme ich jetzt auch einfach in das Alter, wo ich das gut und gemütlich finde. Ich fand das richtig toll. Und dazu eben auch noch Max Giesinger, der wirklich mit jedem seiner Songs irgendwelche Knöpfe bei mir anmacht. Egal ob Lachen, Weinen, jede Emotion ist da dabei. Fand ich richtig, richtig toll. Und dann waren wir auch noch an einem Tag in Köln. Da hatten wir so ein bisschen was Privates zu tun und sind da morgens hingefahren. Hatten auch Glück dann mit dem Wetter selbst in Köln und sind dann auch am Abend oder am späten Nachmittag wieder nach Hause gefahren. Wir fahren ja knapp 5 Stunden, hatten aber wirklich auch mit dem Wetter letzte Woche noch sehr viel Glück, weil wir dann auch wirklich Sonnenschein hatten. Wir hatten so eine kleine Strecke Regen und dann aber auch in Köln Sonne und ja, leckere Bio-Limonade. Das war richtig toll. Und wir waren natürlich auch so in 2, 3 kleinen Läden noch shoppen und mal kurz am Kölner Dom. Und das ist ja wirklich ein Wahnsinnsgebäude. Man muss es echt so sagen. Also wahnsinnig, wie alt das ist, wie groß das ist, wie imposant dieser Dom ist. Also wirklich, ich stehe da immer wieder für einen Moment sprachlos davor und finde das wirklich richtig, richtig toll und groß. Und ja, ist natürlich ein stressiger Tag, gar keine Frage, aber manchmal muss das eben auch einfach sein. Sind wir froh, dass wir das wirklich auch noch im Urlaub gemacht haben, weil diese Woche ist ja jetzt mit Regen in Deutschland wirklich Wahnsinn. Bei uns die Landkreise stehen wirklich die Keller voll. Man bekommt verschiedene Bilder aus NRW und ja, auch aus der Eifel. Das ist ja, das ist wirklich nicht, ich krieg direkt wieder Gänsehaut. Ich finde, da fehlen einem wirklich die Worte und ich schicke da allen, die es vielleicht von euch auch irgendwie betrifft, insofern ihr jetzt Zeit habt, das Video zu sehen, ganz viel Kraft und auch für die nächste Zeit, weil ich glaube, es ist ja nicht nur damit gemacht, einmal den Keller mit von Wasser zu befreien oder das Erdgeschoss, sondern da hängt so viel danach noch dran und ja, also ich schicke ganz viel Kraft an alle, die es betrifft und bin da wirklich in Gedanken auch viel dort und das ist auch was mich emotional ganz schön aufwühlt und ja, obwohl ich jetzt persönlich in meinem Haus nicht betroffen bin, kennt man natürlich Menschen aus dem nahen Familienfreundeskreis und ja, da denkt man irgendwie nach letztem Jahr, es kann nach Corona gar nicht so viel schlimmer kommen oder das ist schon schlimm, aber wenn sowas kommt, ich glaube, da ist das dann auch irgendwie vergessen. Also, oder hat gerade nicht mehr so die Präsenz, obwohl ich nach wie vor finde, dass das eigentlich falsch ist, weil Corona ist noch da, die Pandemie läuft noch und wir sind da, glaube ich, an mancher Stelle vielleicht ja viel zu leichtfertig damit, wenn man sich die Fußballstadien in England angeguckt hat, aber ich will da gar keine Debatte aufmachen, aber ich möchte da einfach denen, die jetzt mit dem Hochwasser, mit den Überschwemmungen betroffen sind, einfach alles Gute schicken und wirklich ein bisschen Kraft und ich weiß, das wird wahrscheinlich nicht viel helfen, aber ich versuche da mit ganz guten Gedanken Kraft zu schicken. Ja, und das war es jetzt, glaube ich, auch schon so grob, was die Woche anging und gibt, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu erzählen. Ich gucke mal schnell auf den Spicker. Nein, ich glaube nicht. Das Hangout findet mit der lieben Becky am Mittwoch statt. Das vielleicht noch so kurz. Und ja, sonst gibt es gar nichts weiter zu erzählen. Ich denke, die Bücherwoche ist auch lang genug geworden. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.